Alors, Madame la Vice-Présidente de la Région Frau Grand Est. Vizepräsidentin der Region Grand Est, liebe Nicole Müller-Becker, Herr Abgeordneter Ibrahim Mamouche, Frau Senatorin, Frau Senatorin Katrin Belriti, Herr Staatssekretär Jan Benedicuk, Cher Jan, Herr Generaldelegierter Flandern in Paris, lieber Herr Pohlmann, Herr Generaldelegierter der Wallonie Brüssel, lieber Herr Marc Clairvoy, Frau Universitätsprofessorin, liebe Claudia Polzin-Hauman, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle herzlich. Ich möchte Ihnen zuerst einmal allen danken, dass Sie heute online hier vertreten sind. Ich möchte vor allem den Vertretern der Rektorat Metz, Nancy und Straßburg danken. Und da es sich um eine Veranstaltung des Saarlandes eigentlich in Paris handelt, in partnerschaftlicher Organisation mit der Region Grand Est, habe ich das Vergnügen, Sie zusammen mit Frau Vizepräsidentin Müller-Becker begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Freude für uns alle Vertreter von Flandern und Wallonie-Bruxelles heute hier virtuell begrüßen zu dürfen zu diesem Austausch über das Thema Mehrsprachigkeit. Sie wissen, dass wir ja Nachbarn sind, denn da wo unsere Büros in Paris untergebracht sind, befinden sich ja auch die anderen Büros der anderen Partner. Ich freue mich also sehr, dass Sie sich mit uns austauschen über Ihre Erfahrungen im Bereich Mehrsprachigkeit und dass Sie auch vorstellen werden, was Sie in Ihren Regionen machen. Wir haben heute Abend einen Best-Practice-Austausch. Zögern Sie also nicht, mit uns ganz konkrete Beispiele zu teilen. Und das Saarland hat ja, das wissen Sie alle, ebenfalls eine sehr mutige Strategie, die mein Kollege Herr Jan Benedicuk, Staatssekretär für Kultur und Bildung, Ihnen vorstellen wird. Lieber Jan, das ist ein großes Vergnügen für mich, dich heute hier in Anführungszeichen in Paris begrüßen zu dürfen. In dieser Pandemiephase ersetzt diese virtuelle Veranstaltung den sogenannten Apéro Sarrois, der normalerweise in unseren Räumlichkeiten in Paris stattfindet. Sie wissen, einen Austausch kann man einfach virtuell gestalten, aber ein Glas Wein kann man nicht so einfach virtuell austauschen. Also werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir uns dann wieder wirklich in Paris treffen und den Apéro Sarrois gemeinsam begehen können. Aber ich bin mir sicher, im Jahr 2021 werden wir diese schöne Tradition der Apéro Sarrois in Paris weiter fortsetzen können. Und es wird mir dann eine große Freude sein, Sie dann dort alle so schnell wie möglich begrüßen zu dürfen. Meine Damen und Herren, die Konferenz heute Abend wird auf Französisch stattfinden. Es gibt eine Simultanverdolmetschung ins Deutsche. Die Originalversion und die Verdolmetschung, also die französische und die deutsche Version, werden auf der Frankreich-Plattform, der Mitmachplattform des Saarlandes, gestreamt. Zögern Sie also nicht, sich diesen neuen Mittels zu bedienen. Der Mitmachplattform ist für Sie da. Aufgrund unserer Geschichte, der einmaligen Geschichte des Saarlandes, das gegründet wurde aufgrund des Vertrags von Versailles, haben wir eine einzigartige Beziehung zu Frankreich. Das Saarland hat sein frankophones Coming Out im Jahr 2014 gefeiert, wenn man so sagen möchte. Und heute, 6 Jahre später, sind die Ergebnisse sichtbar. Herr Benedicuk wird auch darüber sprechen, aber wir möchten noch sehr viel weitergehen. Unsere Frankreich-Orientierung oder unsere Orientierung hin zur französischsprachigen Welt ist Teil unserer saarländischen Identität und wird langfristig alle politischen Bereiche des Landes betreffen. Auch im wirtschaftlichen Bereich wollen wir der Place to be sein für alle deutschen Unternehmer, die sich hin zum französischen Markt orientieren wollen und umgekehrt. Denn für Unternehmen ist das ganz einfach praktisch. Man kann hier in einer Region arbeiten, wo wir immer weniger Sprachbarrieren haben. Wir sind beispielsweise das einzige Bundesland in Deutschland, wo es möglich ist,
vor dem Handelsgericht in französischer Sprache Sachverhalte verhandeln zu lassen. Und im Saarland sind Sie, wenn Sie aus Frankreich kommen, schon in Deutschland. Aber wenn Sie aus Deutschland kommen, dann sind Sie hier auch schon ein bisschen in Frankreich. Und das ist einzigartig in Deutschland. Und im wirtschaftlichen Bereich ist diese Beziehung zu Frankreich von herausragender Bedeutung für uns, denn Deutschland ist Frankreich ist unser wichtigster Kunde im Bereich Export mit einem Volumen von 2,3 Milliarden Euro. Und Importe aus Frankreich sind ebenso bedeutend. Und wir sind auch hier bereit, noch sehr viel weiter zu gehen als Bundesland. Als frankophonstes Bundesland Deutschlands ist es uns eine Freude, dass wir jetzt den Beobachterstatus in der internationalen Organisation der Frankophonie bald haben werden. Das Bureau de la Sarre in Paris spielt eine sehr wichtige Rolle, natürlich wegen den Apéro Sarrois, aber vor allem auch, weil es das einzige gemeinsame Büro einer französischen Region und eines deutschen Bundeslandes ist. Das ist das sogenannte Brüsseler Modell, das wir hier umsetzen. Wir haben diese Zusammenarbeit seit einigen Jahren und seit 2020 haben wir auch ein Büro der Region Grand Est in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin. Die Aufgabe dieser drei gemeinsamen Orte, also Brüssel, Paris und Berlin, ist, hier einen besseren Zugang zu ermöglichen zu den beiden Ländern, um unsere gemeinsamen Interessen zu vertreten und zusammen mit der Region Grand Est die Identität unserer gemeinsamen Region in Paris, Brüssel und Berlin zu leben. Sie sehen, Nicole und ich, wir werden heute Abend versuchen, Ihnen ein Programm zu bieten, das mit dem Virus, über den momentan alle sprechen, nichts zu tun hat. Und vielleicht können Sie in den folgenden Minuten auch dieses Virus vergessen, denn wir sprechen über ein sehr viel faszinierendes Thema, das Thema der Mehrsprachigkeit in Grenzregionen. Und nach dem Beitrag der Region Grand Est, dem Beitrag des Saarlandes von Valerie Brüssel und von Flandern, wird Frau Professorin Claudia Pulzin-Heumann, die Spezialistin und wichtige Partnerin der saarländischen Landesregierung in all diesen Fragen, das Schlusswort sprechen und wird uns einige wissenschaftliche Ergebnisse vorstellen. Frau Pulzin-Heumann, ich danke Ihnen jetzt schon dafür und für Ihre unerlässliche Unterstützung der Frankreich-Strategie des Saarlandes. In einem dritten Teil der Veranstaltung werden wir dann auf die Fragen antworten, die Sie alle, die uns in den sozialen Netzwerken folgen, stellen werden. Sie können diese Fragen per E-Mail an uns richten, an die E-Mail-Adresse büro@paris.saarland.de, büro@saarland.de. Das ist also die Möglichkeit, mit uns zu diskutieren. Liebe Nicole, ich möchte dir noch einmal danken für diese schöne Form der Zusammenarbeit in Paris und du hast nun das Wort. Ja, vielen Dank, Roland. Und ich kann natürlich jetzt nicht alle einzeln begrüßen, aber ich möchte mich hier an alle wenden, die uns heute zuhören, die an dieser Videokonferenz teilnehmen. Ich glaube, dass unser Enthusiasmus zu dieser Thematik ganz deutlich sichtbar ist und auch gut gehört wird in dieser Videokonferenz. Und ich hoffe, dass wir am Ende viele Fragen bekommen werden zum Thema Mehrsprachigkeit. Eine Thematik, die wir seit Jahren als eine Thematik sehen, die vielleicht kleine Fortschritte machte, aber wir in unseren jeweiligen Regionen und Sie in Ihrem Bundesland sehen natürlich hier
die Besonderheit unserer Aktionspläne und ich werde hier über den Aktionsplan von Herrn Präsident Rottner sprechen, der darin besteht, das Erlernen der Sprache des Nachbarns oder das Erlernen von Fremdsprachen insgesamt zu fördern, denn im Bereich wirtschaftlichen Bereich, im Bereich der Forschung, der Ausbildung, im Bereich der Beziehungen, der Zusammenarbeit müssen wir hier noch weiter voranschreiten. Wir, die Region Grand Est, sind die erste Grenzregion Frankreichs und wir haben diese Besonderheit, dass wir eine Region sind, wo Formen der Zusammenarbeit über die letzten Jahre aufgebaut worden sind in der Großregion und auch in der Oberrheinkonferenz und natürlich auch mit der Wallonie und der Region Grand Est. Und die Thematik der Mehrsprachigkeit und die Frage, was können wir tun, damit unsere Jugendlichen, damit unsere Studenten, damit die zukünftigen Erwachsenen gerne Fremdsprachen lernen möchten, also die Frage des Nachbarn lernen möchten. Denn unsere Interessen, wie du gesagt hast, Roland, können wir so am besten gemeinsam vertreten. Der Präsident Rottner legt großen Wert auf das Thema Fremdsprachigkeit in dieser neuen Region Grand Est, die 2016 gegründet worden ist. Wir hatten ja hier die ehemalige Region Lothringen, das Elsass und Champagne-Ardennes, die alle ihre Besonderheiten hatten und die sich natürlich in ihrer Politik auch auf diese Besonderheiten gestützt haben. Wir haben nicht versucht, eine einheitliche Sprachpolitik umzusetzen. Wir haben versucht, das, was aus Paris kommt, anzupassen, denn bei uns kommt alles, was Sprachen angeht, vom Ministerium in Paris und geht dann zu den Akademien. Und in der Region Grand Est haben wir, was die Akademie Nationale angeht, drei unterschiedliche Akademien, die in Metz-Nancy, in Straßburg und in Reims. Und die politischen Maßnahmen haben wir jedes Mal angepasst, um hier Fortschritte zu machen. In diesen Gebieten, die, wenn man einmal vom Gebiet im Elsass ausgeht, schon einen Fortschritt hatte, weil aufgrund der Geschichte, der Kultur gab es hier sehr schnell schon die Zusammenarbeit mit dem Staat, um hier Fortschritte zu machen im Bereich der Zweisprachigkeit. Das heißt, das Deutsche, also das Standarddeutsche, aber auch die Regionalsprache, das Elsässische, zu fördern, denn es gehört zur Geschichte dieses Gebiets. Und in der Region Grand Est waren wir hier sehr früh schon sehr weit und wir haben immer hingearbeitet auf Mobilität, auf Austausch, dann mit konkreten Vereinbarungen, beispielsweise aus dem Jahr 2015, konnten wir hier Fortschritte machen. Und dann haben wir versucht, in Lothringen hier ebenfalls die Dinge voranzubringen und haben etwas später im Jahr 2019 hier ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen, in der wir uns auf die Mehrsprachigkeit stützen. Lothringen besteht ja aus vier Departements, die eine ganz unterschiedliche Geschichte und Kultur haben. Und wir haben versucht, unsere Vorgaben hier anzupassen an dieses Gebiet und eine Öffnung hin zu einer flexibleren Mehrsprachigkeit zu erreichen, als das im Elsass der Fall ist. Und jetzt vor kurzem im Herbst haben wir mit Champagne-Ardennes und der Akademie Reims ebenfalls eine weitere Vereinbarung unterzeichnet, ebenfalls wieder zum Thema Sprachen, die uns nun eine Öffnung hin zu den Sprachen im Allgemeinen ermöglicht, aber immer mit besonderem Augenmerk auf das Deutsche, denn Deutschland ist natürlich unser wichtigster Partner und
Hier können wir am besten miteinander arbeiten, uns austauschen und natürlich im Bereich Import, Handel, Industrie, Dienstleistungen hier die Dinge voranbringen mit diesem Austausch. Und wir versuchen jedes Mal, diese unterschiedlichen Vereinbarungen, diese unterschiedlichen partnerschaftlichen Beziehungen in einen sogenannten großregionalen geistigen Rahmen zu geben. Mit Jean Rotner, der hier einwirkt auf unsere unterschiedlichen regionalen Sprachpolitiken, denn wir sind eine Grenzregion, denn wir haben die Idee, dass wir über die Mobilität, also indem wir den Jugendlichen ermöglichen, in unser Nachbarland zu gehen, aber danach auch in weitere Länder zu gehen, indem wir uns sagen, es gibt von dem Kindergarten an schon das Erlernen der Sprache, was eine kulturelle Offenheit, aber auch eine berufliche Offenheit bietet und dass man so auf dem europäischen Arbeitsmarkt bessere Chancen hat. Und in dieser ganzen Arbeit, die wir tun mit den Rektoraten, kommen wir so also voran, was das Erlernen von Fremdsprachen von frühkindlichem Alter an angeht. Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen. Im Bereich der frühkindlichen Bildung haben wir in Grand Est, in Lothringen, 32% der Schüler, die Deutsch lernen. Und das ist die Besonderheit. Im Elsass haben wir 97% der Schüler hier im frühkindlichen Bereich, die Deutsch lernen und auch mit mehr Stunden. Und in der Champagne-Ardennes sind wir bei nur 3-4% der Kinder im frühkindlichen Bereich, die Französisch lernen, die Deutsch lernen. Sie sehen also, dass es hier Unterschiede gibt und diese Unterschiede haben dazu geführt, dass wir natürlich unsere Maßnahmen anpassen müssen an die Bedürfnisse der jeweiligen Gebiete. Aber immer legen wir hier den Schwerpunkt auf diese ganz besondere Sprache, auf das Deutsche, denn wir sind der Meinung, dass die Deutschkenntnisse weiterentwickelt werden müssen. Und hierbei stützen wir uns auf Sprachplattformen, wie beispielsweise E-Learning-Plattformen, die beispielsweise auch Arbeitssuchenden ermöglichen, Online-Sprachkurse zu machen. Das funktioniert natürlich auch mit Englisch, aber vor allem mit Sprachen, die ihnen dann ermöglichen werden, einen Job zu finden im Raum der Großregion oder der Oberrheinkonferenz. Und wir haben auf diese Sprachplattformen auch Funktionen eingestellt, dank derer es die Möglichkeit gibt, den regionalen Dialekt im Elsass zu erlernen. Denn für die Menschen, die beispielsweise personenbezogene Dienstleistungen in den Haushalten älterer Menschen erbringen, ist es beispielsweise wichtig, dass sie diese Regionalsprache, diese Alltagssprache im Elsass beherrschen. Und wir fördern natürlich auch partnerschaftliche Beziehungen zu Pôle Emploi, um zu ermöglichen, hier Fortschritte im Bereich des Fremdsprachenlernens zu machen. Und all diese Dinge, die wir tun, ermöglichen uns das, was wir
Was wir im Grand Est nennen, Europa entsteht hier bei uns über diese Mehrsprachigkeit, über diesen geografischen Raum, über die Zusammenarbeit, die wir noch verfestigen wollen und die wir vernetzen wollen, die Zusammenarbeit in der Großregion und in der Oberrheinregion und in der Wallonie. Und wir wollen gemeinsam hingehen. Zu einem Punkt, an dem wir noch leistungsstärker sind, weil unsere Wirtschaft, wie bereits gesagt wurde, das braucht, unsere Unternehmer brauchen das und wir also unsere Forscher brauchen das, unsere Investoren brauchen das, wenn wir beispielsweise schauen, dass in Moselle Est ein großes norwegisches Unternehmen ansiedeln wird oder Smart hat sich beispielsweise hier auch angesiedelt, weil es hier Arbeitnehmer gibt, die die Möglichkeit haben, sich in der Sprache des Nachbarn zu äußern. Und natürlich ist das ein ganz besonderer Vorteil und das bietet uns Möglichkeiten des Austauschs, die wir im Alltag innerhalb der Region Grand Est noch zu fördern versuchen. Natürlich werde ich auch gerne auf alle Fragen antworten, die am Ende der Veranstaltung gestellt werden, denn wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Aktionen, sehr viele unterschiedliche Maßnahmen, wir haben sehr viele unterschiedliche Ansätze des Sprachenlernens. Mir ist beispielsweise der Einstieg über die Kultur, über den kulturellen Aspekt sehr wichtig, denn ich sehe, dass beispielsweise bei mir, es gibt ja Festivals für regionale Sprachen, wo man sieht, wie man dann über Gesang, über spielerische Ansätze, über den Austausch im Alltag, über Städtepartnerschaften, über Schüleraustausch beispielsweise das Sprachenerlernen fördern kann. Und durch diese Veranstaltungen gelingt es uns, das Thema der Mehrsprachigkeit voranzubringen. Ich könnte auch noch weitermachen, aber ich glaube, ich werde meinen Wortbeitrag hier erst einmal beenden, lieber Roland. Ja, vielen Dank, liebe Nicole, für diesen Beitrag und für die ganze Emotion, mit der das vorgetragen wurde, die wir natürlich gerne mit dir teilen. Und natürlich auch vielen Dank für die Präsentation dieser Fortschritte in der Region Grand Est, auch auf dem Gebiet der Mehrsprachigkeit. Und nun möchte ich meinem Kollegen Jan Benedicuk, Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes, das Wort geben. Er ist ja ein gewisserweise verantwortlich für die Umsetzung unserer Frankreich-Strategie, unserer Sprachpolitik in unserem Schulsystem. Lieber Roland, vielen Dank. Und ich begrüße Sie alle. Und da wir ja virtuell in Paris sind, werde ich Französisch sprechen, denn ich weiß ja, dass das auch simultan ins Deutsche gedolmetscht wird. Und wenn ich auf Französisch nicht mehr weiterkomme, mache ich auf Deutsch weiter. Es ist ein sehr großes Vergnügen für mich, dass wir uns heute hier unter uns, unter Freunden, unter denjenigen, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit so sehr leben, so sehr verteidigen, heute treffen. Und ich bin sehr, sehr froh, Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren, Senatorin und auch Herr Pullmann, den ich noch nicht persönlich kenne, und Herrn Clairbois heute hier virtuell zu treffen. Herr Pullmann und Herr Clairbois sind ja Vertreter von Regionen, die uns ebenfalls sehr nah sind, weil wir hier die gleichen Ziele verfolgen. Und ich werde Ihnen mit Freude vorstellen, was wir seit Jahren umsetzen im Bereich der schulischen Bildung. Und ich denke, dass
wir noch mehr zusammenarbeiten müssen. Frau Vizepräsidentin hat es ja schon gesagt, wir arbeiten seit langer Zeit sehr eng zusammen in Bereichen wie beispielsweise Bildung, grenzüberschreitende Bildung, Ausbildung. Und Frau Vizepräsidentin, wir haben ja auch unterstrichen, wie wichtig die Kultur in diesem Hinblick ist. Eigentlich hätte jetzt dieser Tage ein grenzüberschreitendes Theaterfestival stattfinden sollen, das Lustig-Festival, das leider nicht hat stattfinden können, auch leider nicht in virtueller Form. Man kann ja sich austauschen, so wie wir es heute tun, in virtueller Form, aber das ersetzt doch nicht den direkten Austausch konkret vor Ort, an öffentlichen Orten, in Theatern. Also das ist sehr schade, aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird es andere Gelegenheiten zum Austausch geben. Das Erlernen von Sprachen, von Fremdsprachen oder ich möchte vielleicht eher sagen von Partnersprachen, denn das Wort Fremdsprache gefällt mir nicht so gut. Das ist für mich eher eine Partnersprache, die wir lernen, zumindest was das Saarland angeht, mit unseren französischen Freunden. Also das Erlernen einer Sprache hat immer einen sehr großen Wert. Wenn man also die Sprache Molières und Goethes erlernt, dann ist das natürlich ein Sinn, ein Zweck an sich. Aber natürlich hat das auch einen wirtschaftlichen Zweck, denn wir leben hier in einem gemeinsamen Lebensraum. Die Frau Vizepräsidentin hat ja schon gesagt, dass ein großes norwegisches Unternehmen sich ansiedeln wird in Grand Est. Im Saarland haben wir die Nachricht erhalten, dass sich innerhalb der nächsten 2 Jahre ein großer chinesischer Batteriehersteller im Saarland ansiedeln wird, der also stark in die Elektromobilität investieren wird. Ich denke also, es gibt gute Neuigkeiten in der Region Grand Est und im Saarland und man braucht hier dann aber natürlich auch gut ausgebildete Männer und Frauen, die auch in der Lage sind, im anderen Land zu arbeiten. Und das ist der Ansatz, auf dem ja auch unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit beruht. Man darf nicht nur Sprachen und das Erlernen von Sprachen fördern, sondern man muss auch dafür sorgen, dass jeder junge Mann, jede junge Frau auch im Nachbarland oder in der Nachbarregion arbeiten kann. Und in dieser Perspektive arbeiten wir zusammen in den Bereichen Bildung, Ausbildung, wobei wir von dem Prinzip ausgehen, dass man sehr früh starten muss. Das heißt, dass man anfangen muss, Sprachen zu erlernen, also beispielsweise Französisch oder auch Luxemburgisch. Das ist ja auch einer unserer Partner von früher Kindheit an, also von dem Moment an, was man in Deutschland Kindergarten nennt, also ab dem Alter von 3 Jahren, und dann danach ohne Unterbrechung weiterlernen sollte, bis hin zum Zeitpunkt der Berufsausbildung und auch noch darüber hinaus. Denn meiner Meinung nach ist das eine Frage des lebenslangen Lernens. Man sollte niemals aufhören zu lernen und sich weiterzubilden. Und von diesem Prinzip gehen wir also aus, also sehr früh anfangen in den Kindergärten. Wir haben im Saarland 68 zweisprachige Kindergärten, die das Label Élysée 2020 bekommen haben. Das ist fast die Hälfte
der Kindergärten, die deutschlandweit dieses Label erhalten haben. Wir nehmen also hier einen sehr bedeutenden Platz innerhalb der BRD ein mit 40%. Zahlen sind nicht alles, aber das zeigt dennoch, dass wir hier wirklich ein großes Augenmerk legen, eine große Priorität legen auf das Erlernen der französischen Sprache von frühkindlichem Alter an. Und wir möchten, wir möchten hier noch weiter voranschreiten und wir möchten auch, was die Bildung in den Grundschulen angeht, das Erlernen der Sprache des Nachbarn noch weiter fördern. Fast allen Standorten. Wir haben circa 180 Grundschulstandorte im Saarland bei einer Bevölkerung von circa 1 Million Einwohnern. Wird Französisch in 161 dieser Grundschulen unterrichtet. Und wir arbeiten hier zusammen mit dem Institut Français, was die Umsetzung des DELF-Diploms angeht, auf unterschiedlichen Niveaus, dem DELF-Prime und dem DELF-Integré. Und wir haben hier noch weitere Mittel vorgesehen, denn das DELF-Diplom, das wissen Sie, ist das wichtigste Sprachzertifikat für diese Sprache und wir möchten hier noch weiter investieren und wir haben hier auch ein großes Augenmerk dann auf das Erlernen der französischen Sprache in den weiterführenden Schulen. Wir haben vier deutsch-französische Schulen. Die vierte ist gerade vor einem Jahr gegründet worden und wir sind auch sehr stolz, dass wir Abibac-Klassen haben und das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken und wir werden diese Abibac-Zweige noch weiter fördern. Und zum Ende meines Wortbeitrags möchte ich noch über ein Projekt sprechen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben im Ministerium festgestellt, dass wir noch mehr in die integrierte, in die gemeinsame Ausbildung von Lehrpersonal investieren müssen. Und wir haben ein Projekt mit unseren französischen Partnern gestartet, das wir Biprimar nennen. Sicher kennen Sie es schon. Aber ich möchte es noch in einigen Perspektiven ansprechen. Ich weiß, es gibt hier schon vorbereitende Arbeiten, denn ich denke, dass einer der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen von Fremdsprachen darin besteht, dass man Lehrer hat, die beiden Schulsysteme kennen und die in der Lage sind und auch befähigt sind, in Deutschland und Frankreich zu lehren, in Lothringen und im Saarland. Und man kann sagen, das ist ein Projekt, das zweifelsohne langen Atem erfordern wird. Ein Projekt, das sehr viel Zusammenarbeit erfordern wird, inspiriert natürlich von den großen Achsen, die der Aachener Vertrag vorgibt. Und ich lade Sie alle ein, hier sich zu beteiligen. Es ist sehr ein ambitioniertes Projekt, denn was die
Ausbildung angeht, Lehrern, gibt es hier sehr große Unterschiede zwischen unseren beiden Ländern. Es gibt beispielsweise den Concours in Frankreich. Aber trotz all dieser Unterschiede möchten wir einen gemeinsamen Weg finden für die Ausbildung von Lehrern. Denn das würde ein großes Plus für uns darstellen, denn so können wir eine Generation hervorbringen, die noch besser in der Lage ist, unser gemeinsames Projekt zu verteidigen, nämlich unser Projekt noch enger zusammenzuarbeiten. Und ich denke, ich bin der Vertreter einer Region, die recht klein ist, aber wir haben in unserer Geschichte die Erfahrung gemacht, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, wenn wir alleine handeln. Und ich denke, das gilt auch für Sie in Ihren jeweiligen Regionen. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen, und der Schlüssel hierfür ist die junge Generation, die dann alle in der Lage sein werden, die Sprache, die Partnersprache zu sprechen, zusammenzuleben, einander zu treffen, Orte zu finden, an denen man sich trifft. Und ich möchte zum Abschluss meines Redebeitrags jetzt kommen, und ich warte mit großer Vorfreude und Spannung auf die Fragen, die Sie mir später stellen werden. Vielen Dank, Jan, für diese Präsentation unserer Sprachpolitik im Saarland. Wir haben ja jetzt Zahlen angesprochen, wir haben ambitionierte, aber auch ganz konkrete Projekte angesprochen, und auch danke, dass du die wichtige Rolle der Kultur hervorgehoben hast im Bereich der grenzüberschreitenden Kooperation, natürlich mit allen Partnern in unserer Region. Und jetzt möchte ich Herrn Gaëtan Poelman das Wort geben. Herr Poelman, ich bin sehr froh, Sie heute hier zu haben. Sie sind ja Generaldirektor, Delegierter Frangets in Paris, und wir können nun alle erfahren, welche Erfahrungen Sie gemacht haben im Bereich der Mehrsprachigkeit in Grenzregionen. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Zuerst einmal möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mich an Ihrem Austausch zu beteiligen. Und ich bin sicher, dass ich nicht nur da bin, um mit Ihnen unsere Erfahrungen in Flandern auszutauschen, sondern ich bin auch da, um zu erfahren, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und ich warte da wirklich mit großer Neugier und Vorfreude auf das, was gleich noch präsentiert werden wird. Wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen ein paar Folien zeigen, und ich möchte mich in meiner Präsentation auf drei konkrete Punkte beziehen, um Ihnen die Sprachpolitik Flanderns und die Mehrsprachigkeit Flanderns näher zu bringen. Zuerst einmal möchte ich ganz kurz auf das Thema Belgien insgesamt eingehen. Haben Sie keine Angst, ich werde hier keine weitreichenden Erklärungen zum verfassungsmäßigen Aufbau Belgiens machen. Das würde natürlich viel, viel zu weit führen, aber ich möchte einmal ganz kurz grundlegend auf die föderale Struktur Belgiens eingehen. Belgien ist ein Bundesstaat, ist ein Land, in dem es drei Gemeinschaften und drei Regionen gibt, die Sie hier auf dieser Folie sehen. Es gibt also drei Gemeinschaften, die grün gekennzeichnet die flämische Gemeinschaft, dann die französische Gemeinschaft, die auch Fédération Wallonie-Bruxelles genannt wird, rot gekennzeichnet im Süden, und blau sehen Sie die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens gekennzeichnet. Denn wir haben ja
auch ca. 75.000 deutschsprachige Personen in dieser deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Das sind also die drei sogenannten Community, also Gemeinschaften. Sie sind zuständig für die Schulen, also für das Unterrichtswesen. Sie sind alleinig zuständig für den Bildungsbereich von der Grundschule bis hin zur Hochschulbildung an den Universitäten und Hochschulen. Und was haben wir da in der Mitte des Landes, werden Sie jetzt fragen. Das ist die Region Brüssel-Kapital, also Brüssel-Hauptstadt, für die die beide Gemeinschaften zuständig sind. Deswegen ist hier in der Mitte dieser Bereich in beiden Farben, nämlich grün und rot, gekennzeichnet. Denn hier gibt es sowohl in französischsprachige als auch die deutschsprachige Gemeinschaft, die hier zuständig sind für die Organisation des Schulbereichs. Wir fangen im fünften Jahr an, hier mit dem Erlernen des Französischen. Also ab 11 Jahren lernen die Kinder in Belgien Frankreich, und das ist verpflichtend für alle Schüler. Natürlich gibt es auch noch weitere Initiativen in den Schulen, die sogenannten Sprachbäder, wie man sie nennt, bereits ab dem Grundschulbereich, aber gesetzlich vorgeschrieben ist Französisch, wie gesagt, ab dem Alter von 11 Jahren. Im Sekundarbereich kommt dann mindestens eine zweite Fremdsprache hinzu, das ist normalerweise Englisch, und oftmals kommt auch noch eine dritte Fremdsprache hinzu, die ist meistens Deutsch. Es gibt aber auch Schulen, die beispielsweise Spanisch anbieten. Das als kleine Einleitung zur Organisation Belgiens und insbesondere des Aufbaus unseres Schulsystems. Und nun möchte ich auf die drei Beispiele eingehen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das erste Beispiel ist, und das ist jetzt die Ironie des heutigen Abends, das Programm, in dem es um das Erlernen der Fremdsprache durch Immersion geht in Flandern, hat einen englischen Titel. Es heißt nämlich Content and Language Integrated Learning, kurz CLIC. Und Marc Clairbois wird Ihnen in seiner Präsentation genau erklären, wie das in der Fédération Wallonie-Bruxelles umgesetzt wird. Also, aber bei uns in Flandern stützen wir uns hier auf das Modell der Region Wallonie-Bruxelles, was dieses CLIC-Projekt angeht. Im Rahmen dieses CLIC-Projektes gibt es Unterricht nichtsprachlicher Fächer, also zum Beispiel Geschichte oder Erdkunde, in einer anderen Sprache als Niederländisch. Es gibt hier keine Begrenzung. Es kann hier sich um 2, 3, 4 Fächer handeln. Die Schule entscheidet das jeweils. Aber diese in der Fremdsprache unterrichteten Fächer können vom zeitlichen Umfang her nur 20% der Gesamtstunden der Schüler betragen, mit Ausnahme der Fremdsprachen. Die Sprachen, die hier angeboten werden, sind Französisch, Englisch und Deutsch im Rahmen dieses CLIC-Projektes. Und momentan gibt es wird dieses Projekt nur in Flandern in der Sekundarstufe umgesetzt. Und dieses Modell hat eine dreifache Perspektive. Es geht hier natürlich um das Erlernen der Fremdsprache. Es geht natürlich aber auch um die Vermittlung der in Anführungszeichen normalen Inhalte, also in Geografie, also um die Inhalte aus dem Bereich Geografie. Und die dritte Perspektive dieses Systems, es geht hier darum, einen Kontext zu schaffen, der ermöglicht, die Sprache zu lernen, die Sprache zu sprechen, einen Austausch zu haben in dieser Sprache, in einem anderen Kontext als dem Sprachunterricht. Also wenn man Geografie oder Geschichte in Deutsch unterrichtet, ermöglicht das dann eben Aspekte der
der deutschen Geografie, der deutschen Geschichte einzubringen in diesen Unterricht, die man normalerweise in einem klassischen Unterricht in Anführungszeichen nicht einbringen würde. Es muss hervorgehoben werden, dass in diesem Klicksystem es immer auch parallel einen Zweig in Niederländisch geben muss, also so dass diejenigen Schüler, die sich eben nicht, die eben nicht diese Schulfächer in anderen Sprachen machen möchten, diese in auf Niederländisch machen können. Und dieses System wurde seit 2014 oder wird seit 2014 in Flandern angeboten und 130 Schulen nehmen an diesem Klicksystem teil. Es gibt Schulen, die beispielsweise nur ein Fach in einer Sprache anbieten. Es gibt Schulen, die drei Fächer in drei Sprachen anbieten und so weiter. Und die Anzahl der sogenannten Klickschulen wächst jedes Jahr. Und momentan haben wir, wie gesagt, 130 von etwas über 1000 Schulen in Frankreich. Also wir sind bei circa 10%. Das war also das erste Thema, das ich Ihnen vorstellen wollte, das sogenannte Klickprogramm. Und nun komme ich zum zweiten Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte. Das ist die Politik der Union der niederländischen Sprache. Und diese Organisation ist im Jahr 1980 gegründet worden von Flandern, den Niederlanden und später kam noch der Staat Suriname dazu. Und diese Organisation wird von den Regierungen der drei Länder beauftragt, sich um die Sprache zu kümmern, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist also eine Einrichtung, die sowohl die Entwicklung der Sprache verfolgt, hinsichtlich Orthographie, hinsichtlich Grammatikregeln, Vokabular und dergleichen, also die Standardsprache beobachtet, aber auch die Entwicklung von Dialekten und sprachlichen Variationen, die eine Rolle spielt, was die Verbindung zwischen Sprache und Kultur angeht. Die Nederlandse Taalunie, also diese Vereinigung, verleiht beispielsweise einen bedeutenden Preis in der niederländischsprachigen Welt. Und das ist mit Sicherheit eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Sie hat die Aufgaben im Bereich der Bildung in den Niederlanden, Flandern und Suriname, aber auch im Rest der Welt. Sie verfolgt also die Entwicklung des Erlernens des Niederländischen in Ländern weltweit. Und es wurde ein Netzwerk von Forschern, von Lehrern, die mit Niederländisch arbeiten, über die ganze Welt begründet. Und diese Menschen sind in regelmäßigem Austausch über das Thema des Unterrichtens des Niederländischen. Und ich möchte insbesondere eingehen auf die schulischen Aspekte in den angrenzenden Regionen, denn die Nederlandse Taalunie hat hier mehrere Instrumente entwickelt zur Unterstützung von Lehrern. Beispielsweise entwickeln sie schulische Programme, es gibt einen regelmäßigen Austausch. Im momentanen Kontext sind es natürlich hauptsächlich virtuelle Sitzungen, aber man versucht hier im Allgemeinen, also beispielsweise im Département Hauts-de-France, die Niederländischlehrer zusammenzubringen oder in den deutschen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen beispielsweise, die Niederländischlehrer anzuregen zu einem Austausch von Good Practices oder um über neue Herausforderungen im schulischen Bereich zu sprechen. Es wird hier ebenfalls didaktisches Material
erstellt beispielsweise Zusammenfassungen auf Niederländisch. Es werden hier so kulturelle Themenhefte erarbeitet, beispielsweise zum Thema Literatur oder Kino in der niederländischsprachigen Welt, gesellschaftliche Phänomene beispielsweise. Und das ist das dritte Instrument, das Sie nutzen. Sie haben auch die Möglichkeit der Kofinanzierung von Projekten. Wenn Schulen oder Netzwerke von Schulen spezielle Projekte haben, mit denen sie das Erlernen der niederländischen Sprache fördern wollen, können sie hier also eine Kofinanzierung beantragen bei der Nederlandse Talonie. Und diese Initiativen sind sehr aktiv. Im November 2019 beispielsweise hat die Nederlandse Talunie mit Benelux, also mit der Vereinigung von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, gemeinsam ein Kolloquium organisiert zum Thema Erlernen der Sprache des Nachbarn. Und dieses Kolloquium hat sehr guten Anklang gefunden und es sind auch im Nachhinein Veröffentlichungen, es gab auch Veröffentlichungen zu diesem Kolloquium und ich möchte auch die besondere Rolle erwähnen, die die Nederlandse Talunie hier gespielt hat bei der sogenannten internationalen Abituroption. Sie kennen ja alle das französische BAC, also quasi das französische Abitur, das hier in kürzester Vergangenheit reformiert worden ist. Und das wird jetzt ebenfalls übertragen auf die sogenannte internationale Option. Denn es ist ja in Frankreich möglich, das BAC sozusagen mit internationaler Option zu machen, dass man also einfach in einer Fremdsprache gemacht hat. Und diese Option gibt es jetzt auch in drei Schulen in Paris, eins in der Nähe der Schweizer Grenze und eins in Tourcoing für die niederländische Sprache. Und das Ministerium, das Nationale Bildungsministerium, ist also von Flandern und von den holländischen Kollegen kontaktiert worden, um mit ihnen über diese internationale BAC-Option zu sprechen. Und wir haben dann direkt die Nederlandse Talunie mit ins Boot genommen, weil sie hier wichtige Beiträge leisten können, was die Festlegung von unterschiedlichen Niveaus beispielsweise dann für den Hochschulzugang in Frankreich und in den Niederlanden definiert. Das ist also die Rolle dieser Einrichtung, die uns sehr wichtig ist und die uns hilft, die Mehrsprachigkeit und vor allem das Erlernen des Niederländischen in den angrenzenden Regionen zu fördern. Und zum Ende meines Beitrags möchte ich noch eingehen auf den grenzüberschreitenden Kontext zwischen Flandern und der Region Hauts-de-France. Zuerst einmal möchte ich Ihnen kurz die Situation darlegen und das wird Sie jetzt natürlich nicht überraschen, denn ich habe ja all diese Beispiele schon gehört, die von Frau Müller-Becker angesprochen worden sind und von dem Herrn Staatssekretär aus dem Saarland. Ich habe also gesehen, dass es hier sehr enge Beziehungen gibt auf unterschiedlichen Ebenen, sozialer, familiärer, wirtschaftlicher Ebene. Und so sehen wir also, wie wichtig es ist, die Sprache des Nachbarn zu lernen. Wie ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es in Tourcoing eine Schule gibt, die die sogenannte internationale Option für das BAC anbietet. Aber in der Region Hauts-de-France gibt es noch sehr viel mehr Niederländischkurse. Wie ich zu Beginn gesagt habe, wird Französisch
ja in den Schulen unterrichtet. Es gibt ja einen starken Austausch, aber dieser Austausch ist nicht begrenzt auf den rein schulischen Rahmen. Aufgrund der Bedeutung des wirtschaftlichen Austauschs und der Notwendigkeit, hier einen grenzüberschreitenden Arbeitsraum zu schaffen, ist das Erlernen der Sprache des Nachbarn hier sehr stark gefördert worden. Und Pôle emploi in Frankreich und das Äquivalent in Flandern arbeiten eng zusammen, um Sprachkurse anzubieten. Manchmal ganz begrenzt, in einem ganz begrenzten Rahmen, also beispielsweise für Arbeiter, die hier einen zeitlich begrenzten Arbeitsvertrag haben, dass sie gerade das Vokabular erlernen, was sie eben brauchen, um einen Job aufzunehmen im Nachbarland. Und zum Ende meines Wortbeitrags möchte ich noch Folgendes sagen. Ich habe verstanden, dass zwischen Grand Est und dem Saarland sich die Frage ebenfalls stellt. Und bei uns ist es so, dass das Niederländisch und das Flämisch, also die regionale Variante, also der regionale flämische Dialekt, also da gibt es natürlich auch einen Unterschied, also zwischen dieser Standardsprache und diesem Dialekt. Und in unserem Austausch mit den Behörden in Hauts-de-France ist es immer sehr wichtig, Unterschied zu unterstreichen. In Hauts-de-France ist es beispielsweise so, dass unterschiedliche Schulen oder kulturelle Einrichtungen diesen flämischen Dialekt fördern. Aber dabei unterstreichen, dass das Erlernen des Flämischen wichtig ist, dass aber der Dialekt so weit entfernt ist von der Standardsprache, dass es nicht möglich ist, diesen in der Arbeitswelt einzusetzen. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung für uns alle, denn wir möchten natürlich die französischen Kollegen unterstützen, die diesen regionalen Dialekt erhalten möchten. Wir wollen ebenfalls alles machen, um diesen Dialekt zu bewahren, aber gleichzeitig müssen wir hier auch aufpassen, dass Menschen sich nicht irren und denken, mit dem Flämisch, also mit diesem Dialekt, hätten sie direkten Zugang zum Niederländischen. Denn das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Und zum Ende möchte ich noch das Talata-Projekt erwähnen. Das ist ein Interreg-Projekt im Rahmen des Programms Frankreich-Flandern-Wallonie, das vom EVTZ Eurometropole Cortric-Lille-Tournai umgesetzt wird, also von dem Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit, wie es auch viele andere in Grenzregionen gibt. Und dieses EVTZ hat dieses Talata-Projekt gestartet. Denn Tal ist das niederländische Wort für Sprache. Und im Rahmen dieses Projektes werden Jugendliche in Flandern und in der Wallonie eingeladen, die Sprache des Nachbarn zu erlernen. Aber wir haben diese Jugendlichen auch gebeten, einmal in die Zukunft zu schauen und uns zu sagen, was ihre Träume sind, was ihre Ziele sind, aber immer in einem grenzüberschreitenden Kontext. Sie sollten also nicht in ihrer Region bleiben, sie sollten das immer auf den grenzüberschreitenden Kontext übertragen und natürlich auf den mehrsprachigen Kontext übertragen, denn 30 Kilometer von Lille entfernt spricht man Niederländisch. Im Süden von Tournai ist man in Frankreich. Also der grenzüberschreitende Kontext war eine Vorgabe, die wir hier gemacht haben.
diesen Schülern im Rahmen dieses Talata-Projektes. Ich bin nun am Ende meines Wortbeitrags angelangt. Ich freue mich aber, wenn Sie mir am Ende der Veranstaltung Fragen stellen und beteilige mich gerne dann am Austausch. Vielen Dank, Herr Pohlmann. Vor allem vielen Dank, dass Sie einmal mehr bewiesen haben, dass Belgien mit seiner Komplexität, aber auch seiner sprachlichen und kulturellen Vielfalt ein extrem interessantes Land ist. Und vielen Dank, dass Sie heute hier sind und dass Sie sich auch am Austausch nachher beteiligen. Ich werde nun Ihrem Kollegen das Wort geben, Herr Clairbois. Unser Nachbar in der belgischen Botschaft, in der belgischen Vertretung neben uns in Paris. Herr Clairbois, Sie haben nun das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut hören können. Herr Staatssekretär, Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren, in Ihren jeweiligen Eigenschaften möchte ich Ihnen zuerst einmal sagen, wie froh ich bin, mich heute an diesem Austausch beteiligen zu können zur Thematik der Mehrsprachigkeit. Ich möchte natürlich, wie mein Kollege und Freund Gaëtan Pohlmann es bereits getan hat, dem Büro de la Sarre und der Vertretung von Grand Est in Paris danken, dass Sie dieses Treffen möglich gemacht haben. Und ich möchte Ihnen sagen, dass unsere Generaldelegation in Paris hier bilateral aktiv ist in sehr vielen Bereichen. Sie wissen, dass unser Land den Föderalismus sehr weitreichend definiert. Und was die französische Sprache angeht und auch die französische Kultur, ist natürlich sehr wichtig hier auch die Wirtschaft, die Innovation, die Forschung, all diese Dinge, die schon angesprochen worden sind. Unsere Aktivitäten in Paris betreffen auch die internationalen Organisationen, die in Paris ansässig sind. Wir sind aktiv bei der UNESCO, bei der OECD im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Und ich möchte kurz auf das zurückkommen, was der Staatssekretär Theis angesprochen hat. Wir sind auch Vollmitglied der internationalen Organisation der Frankophonie und ich möchte jetzt schon herzlich willkommen sagen dem Saarland innerhalb der frankophonen Familie, denn es gibt hier Perspektiven für das Saarland im Jahr 2020. Die Folie, die Sie hier heute sehen, die werde ich ganz schnell durchgehen, denn Gaëtan hat ja schon brillant die Punkte angesprochen, die ich hier auf meiner Folie verzeichnet habe. Er hat schon über die Gemeinschaft gesprochen und es wurde ja auch schon gesagt, dass es in Belgien 3 Sprachen gibt und das ist, was den schulischen Bereich angeht, keine nationalen Zuständigkeiten gibt, sondern zu 98%, was jetzt Dinge wie beispielsweise Ferienzeiten nicht angeht, die Zuständigkeit bei den Gemeinschaften liegt, dass also die flämische, die französische und die deutschsprachige Gemeinschaft zuständig sind in diesem Bereich. Ich komme also zur nächsten Folie. Leider bediene ich die PowerPoint nicht selbst. Ich bitte also darum, dass jetzt die nächste Folie aufgemacht wird. Hier sehen Sie ein Thema, auf das ich mich ganz besonders stützen möchte in meinem Vortrag. Es wurde auch schon von Gaëtan Pohlmann angesprochen. Es ist das, was wir die sogenannte Sprachimmersion nennen. Das wurde ja bereits schon gesagt. Es geht hier um sogenannte allgemeine Schulfächer, die in einer Fremdsprache unterrichtet werden. Und auf der folgenden Folie sehen Sie hier
etwas, das ich Gaetong Pohlmann vorschlagen kann, denn er hat ja bedauert, dass Sie diesen englischsprachigen Begriff für Ihr System gewählt haben. Aber wir haben unser System EMIL genannt. Also das sind hier die Anfangsbuchstaben für die Wörter Enseignement de matière par intégration d'une langue étrangère. Das heißt Unterrichten von Schulfächern durch Integration einer Fremdsprache. Und das möchte ich Ihnen nun vorstellen. Auf der folgenden Folie sehen Sie einige Punkte, einige wichtige Punkte. Man muss wissen, dass dieses System in französischsprachigen Belgien seit Ende der 80er Jahre umgesetzt wird, also seit circa 30 Jahren. Und es war Gegenstand eines Erlasses im Jahr 2007. Ich möchte jetzt nicht alle 20 Seiten dieses Erlasses vorstellen. Ich möchte Ihnen nur die Punkte hervorheben, die ich auch hier auf die Folie geschrieben habe, nämlich dass ein Schulsystem ist, das relativ einfach zugänglich ist. Also es gibt hier keine Einstufungstest zum Zeitpunkt, in dem der Schüler hier in das System eintreten möchte. Es ist offen für alle Schulformen, also für sogenannte allgemeine Schulen, aber auch für die sogenannten berufsbildenden Schulformen. Jede schulische Einrichtung kann sich hier für maximal zwei Fremdsprachen entscheiden. Denn die Schüler, die sich für diese Zweige entscheiden, können nur jeweils eine Sprache auswählen. Wir sind also hier relativ offen, was den sogenannten wallonischen Teil angeht, denn hier kann man zwischen Niederländisch, Englisch und Deutsch wählen. In der Region Brüssel-Kapital, Brüssel-Hauptstadt, haben wir ja hier schon eine zweisprachige Region und hier wird der Fokus auf das Erlernen des Niederländischen gelegt für die französischsprachigen Schüler. Und hier sehen Sie einige charakteristische Merkmale, die man kennen sollte. Und auf der folgenden Folie sehen Sie die Vorteile dieses Systems, das ich eben angesprochen habe. Die Schüler gewinnen hier also in doppelter Hinsicht, denn sie haben natürlich die traditionell unterrichteten Schulfächer. Hinzu kommt aber der große Vorteil, dass sie ihre Fremdsprachkenntnisse verbessern können durch dieses Modell. Wann kann man sich für diese Schulformen entscheiden? Das sehen Sie jetzt auf der folgenden Folie. Dieses System, Zugang zu diesem System kann man auf unterschiedlichen Ebenen haben. Man kann entweder im vorschulischen Bereich beginnen, also im dritten Jahr des vorschulischen Bereichs, oder etwas später im Grundschulbereich, wo man entweder im ersten oder im dritten Jahr des Grundschulbereichs beginnen kann mit diesem System, oder dann etwas später in der Sekundarstufe 1, entweder im ersten oder im dritten Jahr. Wichtig ist auch hervorzuheben, dass den Schulen hier, das sieht man jetzt auf der folgenden Folie, hier gewisse Vorschläge gemacht wurden hinsichtlich der Unterrichtseinheiten, die in der Fremdsprache unterrichtet werden. Das bietet noch große Flexibilität für die Schulen. Man unterscheidet hier zwischen dem Vorschulbereich, zwischen dem Bereich vom dritten Jahr des Vorschulbereichs bis zum zweiten Jahr des Grundschulbereichs, wo man hier zwischen 8 und 21 Lehreinheiten in der Zielsprache machen kann. Auf der sogenannten zweiten Stufe, also zwischen dem dritten Jahr der Grundschulstufe und dem
sechsten Jahr der Grundschulstufe kann man hier zwischen 8 und 18 Lerneinheiten in der Fremdsprache machen. Und auf der nächsten Stufe sind das inzwischen wieder zwischen 8 und 13 Abschnitten in der Fremdsprache. Welche Fächer können hier in der Fremdsprache unterrichtet werden? Das sind Fächer wie beispielsweise Musik, Sport, Naturwissenschaften, Geschichte, Geografie. Die Schulen entscheiden sich hier, in welchem Bereich sie ihren Schülern die Möglichkeit bieten wollen, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu perfektionieren. Und hiervon nicht betroffen sind die sogenannten philosophischen Kurse. Sie wissen, dass es in Belgien im Rahmen dass es hier Religion- und Ethikkurse gibt. Und diese Fächer können nicht in der Fremdsprache unterrichtet werden. Und es ist ebenfalls nicht möglich, in den zwei ersten Jahren Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 1. Denn hier wollten wir sicher gehen, dass die Schüler ausreichende Fähigkeiten mathematischer Kenntnisse in ihrer Muttersprache haben, um das dann danach in der Fremdsprache zu erlernen. Ganz kurz möchte ich noch auf die Schulen eingehen, die sich für dieses System entschieden haben, in der Wallonie und in Brüssel. Die sehen Sie hier auf dieser folgenden Folie. Von den Schulen im Sekundarbereich haben sie also im Jahr 2018/2019 123 Schulen gehabt, die sich für dieses Modell entschieden haben. Sie haben hier die Aufteilung pro Region oder pro Provinz. Und ich möchte auch sagen, dass das hier natürlich auch proportional zur Bevölkerung der Regionen und Provinzen zu sehen ist. Das bedeutet, wir haben insgesamt ca. 13.266 Schüler, was 4% der Schüler bedeutet, die sich für dieses Modell entschieden haben, das, wie gesagt, einfach in einer Fremdsprache unterrichtet wird. Hier sehen Sie ein weiteres Schema, wo Sie sehen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Sie sehen, dass es hier einen Anstieg der Zahlen, die sich für dieses System entschieden haben, gibt. Zwischen 2016 und 2017 gab es hier einen kleinen Rückgang. Aber dennoch ist es natürlich auch für die Eltern der Kinder eine Herausforderung, wenn die Kinder an einem Fach in einer Fremdsprache teilnehmen sollen. Welche Sprachen sind hier betroffen? Ich habe es ja bereits gesagt. Hier sehen Sie die Aufteilung zwischen den Sprachen in diesem Diagramm. Sie sehen, dass wir hier in der Sekundarstufe eine vorherrschende niederländische Sprache haben, mit ca. 60% in diesem System vertreten. Zu ca. 35% wird Englisch von den Schülern ausgewählt. Und was das Deutsche angeht, haben wir hier ca. 5%. Wichtig ist aber hierbei hervorzuheben, dass diese Schulen, an denen diese Fächer in Deutsch unterrichtet werden, vor allem in der Nähe der Grenze liegen und dass es hier natürlich ein besonderes Interesse gibt, die deutsche Sprache zu erlernen. Hier sehen Sie die Aufteilung der Zahlen in einer weiteren Altersgruppe. Hier sehen Sie, also was die Schulen angeht, dass wir hier 202 Schulen mit ca. 22.000 Schülern haben, die sich für dieses Lernmodell entschieden haben. Ich lade Sie nun ein, sich die letzte Folie anzuschauen.
denn ich glaube, dieses System gibt es nun seit einigen Jahrzehnten, seit 30 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat sich hier stark weiterentwickelt und ist natürlich auch Gegenstand einer ganz besonderen pädagogischen Betreuung, aber auch einer ganz besonderen pädagogischen Kontrolle, denn das ist ja eine Art von Unterricht, die natürlich extrem abweicht von traditionellem Unterricht in der Muttersprache. Es ist ein sehr ehrgeiziges System, das aber auch einige mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Und eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, und das könnte jetzt eine interessante Möglichkeit für grenzüberschreitende Kooperation sein. Wir haben Probleme, Lehrer zu finden, die über die entsprechenden Abschlüsse verfügen und die in der Lage sind, in ihrem Fach, also beispielsweise Geschichte oder Erdkunde, in einer anderen Sprache zu unterrichten und die auch ausreichende Kenntnisse unterschiedlicher Sprachen haben. Es gibt Fächer, wo es noch etwas schwieriger ist als in anderen Fächern in dieser Hinsicht, denn die Situation ist unterschiedlich. In Geografie und Geschichte beispielsweise ist es relativ schwierig, Lehrer zu finden, die diese Fächer unterrichten können und die ausreichende Kompetenzen in der Fremdsprache haben, in der Zielsprache haben. Es ist auch, die Situation ist auch schwierig aufgrund der Unkenntnis der Ziele und der großen Leitlinien dieses Erlasses. Er ist noch relativ neu, das habe ich ja bereits angesprochen, aber natürlich muss das System auch an neue Ziele angepasst werden, was nicht immer einfach ist. Und es gibt auch noch ein Problem oder eine Schwierigkeit aufgrund der pädagogischen Materialien. Denn wenn man sich beispielsweise mal an Geschichtsunterricht denkt, dann müssen natürlich die pädagogischen Hilfsmittel, also die Schulbücher und dergleichen, natürlich auch in der Zielsprache vorliegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gesprochen. Ich wollte diese Thematik Ihnen gegenüber ansprechen. Ich habe mich hier für diesen sogenannten Immersionsunterricht entschieden. Natürlich freue ich mich aber auf alle Ihre Fragen und ich möchte auch gerne sagen, dass ich selbst ein ehemaliger Sprachenlehrer bin, der jetzt nach einigen Jahren des Unterrichtens der Fremdsprachen sich ja für einen anderen Weg entschieden hat. Aber ich finde, dass es ein faszinierendes Thema ist und ich teile alles, was gesagt wurde von meinen Vorrednern. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Regionen und für alle grenzüberschreitenden Regionen. Also wie gesagt, ich stehe Ihnen zur Verfügung für Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Clairbois. Natürlich auch vielen Dank, dass Sie hier auch Ihre Unterstützung für unsere Bewerbung um den Beobachterstatus in der Internationalen Organisation der Frankophonie angeboten haben und auch vielen Dank, dass Sie Emil, den Freund von Klick, vorgestellt haben, wenn ich so sagen kann. Jetzt möchte ich Frau Polzin-Haumann das Wort geben. Frau Polzin-Haumann ist Vizepräsidentin der Universität des Saarlandes und sie ist eine große Expertin der Sprachpolitik und der Mehrsprachigkeit. Und sie ist, ich hatte es ja bereits gesagt, eine sehr wichtige Partnerin der saarländischen Regierung, was die Umsetzung unserer Sprachpolitik angeht. Frau Polzin-Haumann, zusammen mit den 53 Personen, die uns auf der Plattform folgen und allen, die uns auf den sozialen Netzwerken folgen, bin ich sehr erfreut, Ihnen das Wort geben zu können.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bin hocherfreut, heute bei Ihnen zu sein, um mich mit Ihnen über dieses wichtige Thema der Mehrsprachigkeit auszutauschen. Also vielen Dank für die Einladung. Und auch wenn die Universität des Saarlandes die frankophonste deutsche Universität ist, werde ich meinen Vortrag nun auf Deutsch halten. Aber natürlich kann ich auch in beiden Sprachen auf Ihre Fragen nachher antworten. Vielen interessanten Konzepte und Erfahrungen, die hier präsentiert wurden. Und ich finde es sehr wichtig, dass sich verschiedene Grenzregionen bezüglich dieses Themas austauschen, denn sie sind ja in vergleichbaren Situationen und müssen sich ähnlichen Herausforderungen stellen. Und sie sollten voneinander lernen, auch wenn ich überzeugt bin, dass letztlich in jeder Grenzregion auch passgenaue Konzepte erarbeitet werden müssen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema Mehrsprachigkeit und habe dazu mittlerweile eine solide Forschungsgrundlage geschaffen mit dem Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit. Und wir haben vor allen Dingen auch vielfältige Erfahrungen mit dem Transfer von der Forschung in die Praxis. Durch unser Netzwerk in der Universität der Großregion und durch unsere Arbeit am Sprachenkonzept Saarland im Auftrag des Bildungsministeriums kennen wir auch den regionalen Kontext sehr differenziert. Ich habe mich gefragt, was kann ich Ihnen in dieser kurzen Zeit präsentieren? Denn ein Aktionsplan braucht viele Beiträge und ich möchte Ihnen im Folgenden thesenartig einige aus meiner Sicht wichtige Aktionsfelder aufzeigen und Perspektiven skizzieren. Ich werde mich sehr kurz fassen, damit noch Zeit für den Austausch bleibt und dann können wir auch gerne weitere Aspekte ansprechen. Punkt 1, sprachliche Ressourcen besser nutzen und Sprachen stärker vernetzen. Das Saarland weist in seiner Frankreich-Strategie dem Französischen eine Schlüsselrolle zu bei der Schaffung eines mehrsprachigen Raums deutsch-französischer Prägung. Zu Recht. Französisch ist die Nachbar- und Partnersprache im Saarland. Es ist eine wichtige Sprache für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in unserer Großregion. Und Französisch hat eine klare Alltagsrelevanz. Es muss also auf jeden Fall im Saarland einen wichtigen Platz einnehmen in der Sprachenfolge. Das wird ja auch im Sprachenkonzept des Saarlandes zu Recht so gesagt. Und auch das Französische wird vor das Englische gestellt. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Abfolge, die drückt eine zeitliche Nachordnung aus und kein Werturteil. Und diese Abfolge steht auch im Einklang mit Forschungsergebnissen, die zeigen, dass sich Mehrsprachigkeit erfolgreicher erwerben lässt, wenn mit einer anderen Fremdsprache als Englisch begonnen wird. Das gilt übrigens dann eben auch für die Region auf der anderen Seite en Lorraine. Das hat mit der sprachhistorisch bedingten Nähe zu tun, des Englischen sowohl zum Deutschen als auch zum Französischen. Und im Saarland, bezogen auf den Grundwortschatz, ist das Transferpotenzial von Französisch, erste Fremdsprache, zu Englisch, zweite Fremdsprache, deutlich höher als umgekehrt. Das heißt, frühes, intensives Französischlernen, wie das ja auch Herr Staatssekretär Beneditschuk gerade dargestellt hat, geht auf keinen Fall zulasten des Englischen, im Gegenteil. Jetzt habe ich gerade von Vernetzung gesprochen. Was meine ich damit? Kurz einige wesentliche Prinzipien hierzu. Aus jeder gelernten Sprache nehmen die Lernenden ein Wissen mit, und zwar A, über Strukturen und B, über Sprachlernstrategien und Transferprozesse. Bewusst und unbewusst vergleichen sie Unbekannte mit vertrauten sprachlichen Phänomenen und bilden dabei immer wieder neue Hypothesen. Und dieses Wissen, dieses Handeln kann man systematisch trainieren und so ein größeres Sprachen- und Sprachlernbewusstsein schaffen. Wir arbeiten hier auf der Grundlage des Konzepts Eurocom-ROM und machen damit immer wieder positive Erfahrungen. Mit diesem Konzept wird Lernen, und das gilt für alle Altersstufen und für alle Lernkontexte gleichermaßen, vor Augen geführt, wie viel sie aufgrund ihrer vorangegangenen Lernerfahrungen bereits wissen. Und das vorhandene und das neu zu erwerbende Wissen werden auf andere Weise als bisher vernetzt. In unseren Schulprojekten stellen wir regelmäßig fest, wie sehr diese Art zu lernen Schülerinnen und Schüler motiviert, da es ganz neue Erfahrungen mit dem Sprachenlernen schafft. Also, wenn man das Sprachenlernen
im Sekundarbereich weiterentwickeln möchte auf einem Weg, der im Einklang mit den europäischen Leitlinien und aktuellen Erkenntnissen steht, liegt in der Vernetzung ein beträchtliches Potenzial. Zweitens, keine Konkurrenz zwischen Sprachen. Grundlage des Mehrsprachenansatzes ist die Wertschätzung von Sprachenkenntnissen als wertvolle Ressourcen. Man spricht auch von Sprachenrepertoires, die ausgebildet werden. Natürlich sind im Bildungssystem Reihungen unvermeidlich, um das Sprachenlernen in bestimmten Abschnitten und Zweigen zu gestalten. Von den Lernern und auch von Lehrkräften wird das allerdings häufig im Sinne von wichtig und weniger wichtig aufgefasst. Und es wird häufig gefordert, dass die vermeintlich wichtigere Sprache an den Beginn gestellt wird, obwohl sprachwissenschaftliche und lernpsychologische Erkenntnisse andere Abfolgen nahelegen. Auch hier ist der sprachenvernetzende Ansatz wichtig. Und selbst das gleichzeitige Erlernen von zwei Fremdsprachen, zum Beispiel Französisch und Englisch, ist mit einem bewusst vernetzend angelegten Unterricht gut umsetzbar. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sind natürlich gute Konzepte und entsprechend ausgebildete Lehrkräfte. Drittens, Alltagsrelevanz von Sprachen. In Grenzregionen können die Sprachen der Nachbarn unter authentischen Bedingungen verwendet und erlebt werden. Dieses große Potenzial wird allerdings momentan noch nicht genügend ausgeschöpft und kann weiter ausgestaltet werden, sollte weiter ausgestaltet werden. Viertens, funktionale Mehrsprachigkeit und Anwendungsorientierung. Dieser Punkt betrifft den Zuschnitt auf bestimmte Anwendungsfelder, zum Beispiel Wirtschaftszweige, wie sie ja gerade schon bei Frau Müller-Becker genannt wurden und auch bei Herrn Staatssekretär Beneditschuk. Auch der grenzüberschreitende Tourismus ist hier ein wichtiges Feld, wenn man an eine gemeinsame Entwicklungsstrategie denkt. In modernen Mehrsprachigkeitskonzepten liegt das Ziel nicht darin, in mehreren Sprachen, Fremdsprachen, so umfassende Kompetenzen zu erwerben, wie sie traditionell im schulischen Fremdsprachenunterricht fokussiert werden. Eine mehrsprachige Kompetenz ist in der Regel ungleichmäßig ausgebildet. Sie ist aber, und das ist der zentrale Punkt, immer entwicklungsfähig und ausbaufähig, gemäß den Bedürfnissen bestimmter Anwender. Diese Grundsätze haben allgemeinen Charakter und man kann sie je nach Lehr-Lern-Kontext entsprechend anpassen. Und sie müssten auf jeden Fall stärker in das Bildungssystem integriert werden. Fazit. Schon diese kurzen Beispiele mögen gezeigt haben, dass man die Förderung von Mehrsprachigkeit auf verschiedenen Ebenen denken und konzipieren muss. Unsere Forschungsergebnisse im Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit tragen dazu bei, besser zu verstehen, wie sich mehrsprachige Kompetenzen aufbauen. Und unsere Erkenntnisse beruhen auch auf einer engen Kooperation mit Schulen und sie fließen bereits in die Ausbildung zukünftiger Sprachenlehrkräfte ein. Aber natürlich müssen nun auch Konzepte zur Gestaltung des Sprachenunterrichts erarbeitet werden. Und das liegt nun also an. In Grenzregionen, das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, ist der sprachliche Nachbar sehr viel näher und die Frage nach Mehrsprachigkeit im Alltag ist viel präsenter als anderswo. Und jede Region sollte das Potenzial, das damit verbunden ist, unbedingt für sich sichern. Aber das bedeutet natürlich auch, in die Förderung der Mehrsprachigkeit zu investieren. Ich könnte jetzt noch viele weitere Aktionsfelder anführen, zum Beispiel universitäre Sprachenpolitik und weitere Programme. Ich möchte hier zunächst schließen. Ich glaube, man hat in allen Beiträgen heute gesehen, dass es eine mehrsprachigkeitsorientierte Sprachenpolitik gibt in unserer Großregion, in dies und jenseits der Grenze in den verschiedenen Gebieten. Das sind gute Rahmenbedingungen. Und diese gilt es nun weiter konkret auszugestalten im Sinne unserer Grenzregion und Großregion als Innovationslabor. So viel von meiner Seite. Ich bin sehr gerne bereit, weitere Punkte auch en Detail mit Ihnen zu diskutieren. Merci beaucoup. Je vous
Ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen nun wieder das Wort, Herr Staatssekretär Theiss. Vielen Dank für diese Präsentation. Ich möchte zuerst einmal unterstreichen, dass es hier keine Konkurrenz zwischen den Sprachen gibt und dass unsere Priorität für das Französische nicht in Konkurrenz gesehen werden sollte zum Englischen, sondern im Hinblick auf unser Ziel der Mehrsprachigkeit in unserer Grenzregion. Und wir wollen natürlich über das Erlernen des Französischen und des Englischen dieses Ziel erreichen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns Beispiele gegeben haben für Aktionsfelder, dass Sie gezeigt haben, dass wir hier noch ein Potenzial haben, noch Bereiche, in denen noch mehr getan werden muss. Und ich bin sicher, dass es noch einiges zu tun gibt. Da haben Sie vollkommen recht. Vielen Dank. Wir haben schon, es ist schon 7.30 Uhr. Wir haben wir hätten also eigentlich nur 2 Minuten für den Austausch. Aber ich habe hier schon 3 Fragen, die gestellt werden sollen, die uns also erreicht haben. Ich werde die Fragen immer in der Sprache, in der sie gestellt worden sind, vortragen. Von Jochen Legleitner, der uns aus Straßburg oder aus Saarbrücken schreibt. Und diese Frage richtet sich an Nicole Müller-Becker zur Aufgabe der 3 Akademien in der Grenzregion. Liebe Frau Müller-Becker, schreibt Jochen Legleitner, gibt es in der Region Grand Est für die 3 Akademien so etwas wie einen Aktionsplan Zweisprachigkeit über die einzelnen Bildungseinrichtungen hinweg. Er denkt da etwa an französische Kindergärten, in denen auch Deutsch spielerisch vermittelt wird, oder beispielsweise an das durchgängige Angebot der deutschen Sprache als erste oder zweite Fremdsprache in den weiterführenden Schulen. Das ist zunächst mal die Frage von Jochen Legleitner. Ich werde das jetzt so machen, ich stelle alle 3 Fragen und dann haben Sie nachher die Möglichkeit, zu allen 3 Fragen gemeinsam Stellung zu nehmen. Dann habe ich eine Frage von Frau Elke Lieb, die uns in einer sehr ausführlichen E-Mail aus Sargemin schreibt. Und die Frage ist die folgende, und die richtet sich im Grunde genommen, glaube ich, vor allem an Jan Benedicuk, aber auch an die Kollegen im Panel. 2 Fragen. Erstens, sind auch konkrete Aktionen geplant, um die berufliche oder berufsbegleitende Ausbildung junger Erwachsener beider Länder zu fördern, in etwa berufsspezifische Wörterbücher, zum Beispiel für die Gesundheitspflege, ein deutsch-französisches Wörterbuch für patientenspezifische Ansprache und sonstige Besonderheiten der Pflege oder auch zum Arbeitsrecht. Sie nennt Beispiele Berufspraktika, deutsch-französische duale Ausbildung für Fachkräfte. Bin mir sicher, da kann Jan Benedicuk einiges dazu erzählen. Da gibt es ja auch schon vieles. Und zweitens eine Anregung von Frau Lieb. Eine Anlaufstelle für bilinguale Eltern wäre hilfreich, mit Unterstützung wie zweisprachige Erziehung in der Familie besser funktionieren kann. Sie gibt dazu einige Beispiele. Das kann ich übrigens unterstreichen, dass das sinnvoll wäre, denn vor der Herausforderung stehen wir in meiner Familie auch. Zum Beispiel zu den Besonderheiten beim Spracherwerb vor dem 7. Lebensjahr und weitere Beispiele, die man dort einbringen könnte. Und die 3. Frage, wenn ich jetzt nicht durcheinander komme, denn ich bekomme die jetzt geschickt. C'est une question de... Also diese Frage von Nolwenn As, die uns aus Nancy schreibt, ist eine Frage an Frau Polzin-Haumann. Also Sie haben in Ihren Forschungen belegen können, welche Formen der Förderung der Mehrsprachigkeit die effizientesten sind. Ich denke, können Sie noch einmal kurz darauf eingehen? Ich weiß nicht, Herr Terrolion, gibt es noch andere Fragen, die ich vergessen habe? Alles gut? Dann schlage ich vor, dass wir nun zuerst Herrn Benedicuk das Wort geben zur Frage von Frau Lieb. Jan? Danke. Merci, cher Roland.
Ja, vielen Dank, lieber Roland. Also bei der ersten Frage ging es ja um die Berufsausbildung und den grenzüberschreitenden Austausch in diesem Bereich. Ich kann Ihnen sagen, Frau Lieb, dass wir mit unseren französischen Partnern mehrere deutsch-französische Zweige in der beruflichen Bildung begründet haben. Ich habe aber ja schon gesagt, dass es hier eigentlich immer um lebenslanges Lernen geht und dass sie nicht auf den schulischen Bereich begrenzen sollte, sondern dass dann auch in der beruflichen Bildung sowohl in der Schule als auch in den Unternehmen fortgesetzt werden konnte, sollte. Wir haben uns für die folgenden Jahre sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir möchten hier noch mehr Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Berufsausbildung erzielen. Die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Berufsausbildung sind bereits gegeben im Automobilbereich, im Berufsschulzentrum in St. Ingbert im Saar, im Bereich Tourismus in Saarbrücken, in Gastronomie- und Hotelleriebereich ebenfalls in Saarbrücken, sowie in den Bereichen Bauen und erneuerbare Energien ebenfalls in Saarbrücken. Auf Seite der französischen Partner gibt es beispielsweise insbesondere das Ausbildungszentrum Henri Nominé, das ein BAC-Pro für die Bereiche Handel und Verkauf bietet. Und es gibt hier auch interessante Initiativen der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene. Und vor kurzem haben weitere saarländische Schulen erklärt, sich nicht nur mit Schulen in der Grenzregion, sondern auch in Montpellier und Toulouse zusammenarbeiten zu wollen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit im sprachlichen Bereich, dass man eben die Jugendlichen so ausbildet, dass sie in der Lage sind, in beiden Ländern zu arbeiten. Die zweite Frage betraf, war ja, ob es hier eine Anlaufstelle, eine Informationsstelle für zweisprachige Eltern geben könnte oder für Eltern, die ihre Kinder zweisprachig erziehen möchten. Wir haben so etwas noch nicht, aber das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir werden darüber nachdenken. Ich kann Ihnen noch anbieten, dass Sie sich an unser Ministerium oder an das Europaministerium, das mein lieber Kollege Roland Theiss vertritt, wenden, wenn Sie sich hier informieren möchten über Möglichkeiten der zweisprachigen Bildung für Ihre Kinder. Aber so, wie gesagt, eine echte Beratungseinrichtung für zweisprachige Eltern, da müssen wir noch ein bisschen die Köpfe zusammenstecken und darüber nachdenken. Das kann ich zu diesen beiden Fragen sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan. Denn da gab es sehr konkrete Vorschläge zu dieser Idee für zweisprachige Familien. Jetzt möchte ich gern Frau Nicole Müller-Becker das Wort geben zur Sprache von Jochen Wegleiter, zur Frage von Jochen Wegleiter. Ich habe aber eine sehr wichtige Frage von Frau Isabel Wolf vergessen. Sie
arbeitet im Rektorat der Akademie Straßburg und sie möchte Herrn Clairbois eine Frage stellen. Sie hat geschrieben, Herr Clairbois spricht von Unterrichtseinheiten, Unterrichtseinheiten in unterschiedlichen Altersstufen, in denen Fächer in der Fremdsprache unterrichtet werden. Wie lang sind diese? Aber zuerst einmal möchte ich jetzt Frau Müller-Becker das Wort geben, was die Sprache von Herrn Legleiter angeht. Ja, Roland, vielen Dank, dass du uns diese Fragen vorträgst. Aber natürlich gibt es sehr viele Dinge zu sagen nach diesen Präsentationen. Und ich wollte sagen, in unserem Bildungssystem, das ja national ist, das aber von der Region Grand Est sozusagen regional umgesetzt wird, dass es hier eine echte Zusammenarbeit mit den Akademien gibt. Und es gibt die Akademie Straßburg, es gibt die in Reims und die in Nancy-Metz. Aber die Akademie Straßburg hat hier das Leadership für die gesamte Region Grand Est, was das Erlernen von Sprachen angeht, was das Erlernen der Mehrsprachigkeit und grenzüberschreitende Aspekte angeht. Und ich arbeite sehr viel mit Isabel Wolf zusammen im Rektorat Straßburg. Und sie macht wirklich eine bemerkenswerte Arbeit und im Bereich grenzüberschreitende Mobilität in der Oberrheinregion, aber auch bei uns. Und dieser Ansatz mit unseren Schülern aus den Lycées beispielsweise hin zum beruflichen Bereich ist sehr wichtig und ermöglicht ihnen eine Öffnung hin zur Arbeitswelt im Bereich Industrie, Handel oder Tourismus. Und sie hat hier sehr große Kompetenzen zu diesen Themen. Also vernetzen Sie all diese Personen, denn ich denke, dass die Erfahrungen, die Isabel Wolf hier gemacht hat, die Lothringerin ist, aber die hier sehr viel in diesem Bereich gearbeitet hat, sehr wichtig sind. Und was das BAC-Pro angeht, sind es hier Elemente, die anderen Ländern, anderen Bundesländern ermöglichen können, das Erlernen der Fremdsprache im Berufsschulzweig weiter voranzubringen. Also noch einmal zurückkommen zur Frage, die Akademie Straßburg ist hier zuständig und versucht, wie soll ich sagen, also für alle Akademien an diesen Thematiken zu arbeiten, an der Thematik des Erlernens der Fremdsprache von frühestem Alter an. Und ich glaube, es ging hier in der Frage auch um spielerische Aspekte. Und durch dieses frühkindliche Lernen, durch dieses Erlernen, durch spielerische Methoden, das Tanzen, das Singen beispielsweise, diesen spielerischen Ansatz haben wir Fortschritte, die sehr beträchtlich sind für unsere Kinder, für unsere Schüler. Und ich wollte ebenfalls sagen, dass wir hier auch eine partnerschaftliche Form der Zusammenarbeit haben mit Lehrern, was die Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien angeht, von Büchern, von Audioaufnahmen beispielsweise. Und dank diesem Ansatz haben wir die Möglichkeit, Materialien digitaler Art oder sonstiger Art auszutauschen, die es ermöglichen, von frühkindlichem Alter an und vom Grundschulalter an hier mit der Fremdsprache zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Nicole. Jetzt möchte ich auf die Frage von Frau Haas eingehen
zu Strategien der Förderung der Mehrsprachigkeit, die Frau Polzin-Haumann gestellt worden ist. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Ich möchte noch auf die ein bisschen auf die Frage von Frau Lieb antworten, denn ich habe hier an ein Projekt gedacht, das wir momentan bei uns an der Universität durchführen. Und hier geht es um das die Förderung des Erlernens der Fremdsprachen im beruflichen Bereich. Und wir sind dabei, hier didaktische Materialien für die Lehrerausbildung zu erarbeiten. Und Frau Lieb, wenn Sie hier Dinge haben, die Ihnen besonders wichtig erscheinen, die hier eingearbeitet werden sollten, dann wäre ich sehr froh über Ihren Input. Ich weiß nicht, Herr Theis, vielleicht können Sie mir die Frage schriftlich zukommen lassen, sodass ich in direkten Kontakt mit Frau Lieb treten kann, denn es ist sehr wichtig, dass wir bei der Erarbeitung dieser Lehrmaterialien auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Und was die Frage von Frau Haas angeht, natürlich ist es schwierig, die effizienteste Methode zu identifizieren. Hier gibt es Unterschiede je nach Alter und Kontext. Frau Müller-Becker hat ja schon gesagt, dass dieses Entdecken der Sprachen für kleine Kinder ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass es aber auch sehr wichtig ist, sie entdecken zu lassen, dass alle Sprachen den gleichen Wert haben für den Austausch und um sich auszudrücken. Und die ersten Formulierungen, die dann als Ausgangsbasis dienen, für ein systematischeres Lernen des Vokabulars und der Grammatik sind sehr wichtig. Für die Nutzer stützen wir uns auf die Methode der sogenannten Interkomprehension. Das ist eine Methode, die einen bekannte Elemente in vermeintlich unbekannten Sprachen entdecken lässt. Das ist ein bisschen, wie man auf Deutsch sagt, detektivisches Gespür. Es geht also darum, autonom Strukturen der Sprache, die man erlernen möchte, zu entdecken, indem man sich auf sprachliche Strukturen, die man schon kennt, stützt. Das nennen wir Interkomprehension. Und hierüber würde ich sehr gerne mit Ihnen noch weiter diskutieren. Ich mache jetzt aber mal Stopp, weil ich glaube, es gibt noch andere Fragen und ich möchte hier ja nicht alleine sprechen. Vielen Dank, Frau Polzin-Haumann. Die E-Mail weitergeleitet von Frau Lieb, denn da steht in der Tat einiges drin. Je vais donc évoquer la dernière des questions. Gut, dann komme ich nun zur letzten Frage, die von Frau Wolf gestellt worden ist und auf die ja Frau Müller-Becker schon eingegangen ist. Und die wichtige Rolle des Rektorats Straßburg kennen wir ja alle. Aber Frau Wolf möchte jetzt von Herrn Clairbois sprechen. Wie lang sind denn diese Lernabschnitte, die Sie da angesprochen haben in der Zielsprache? Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen schnell drauf eingegangen in meiner Präsentation. Es gibt hier eine Reihe von zeitlichen Abschnitten, die frei gewählt werden können von den Schulen. Also wir haben hier beispielsweise zwischen 8 und 21 Abschnitten in der unteren Altersstufe und weiteren zeitlichen Abschnitten in anderen Altersstufen. Wir haben hier also hieran kann man ablesen, welchen Stellenwert auch in zeitlicher Hinsicht bemessen dieser Unterricht in der Fremdsprache also hat. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen allen. Wir hatten uns 90 Minuten vorgenommen, 90 Minuten, wie man in Belgien sagen würde.
Wir haben ein bisschen länger gesprochen, damit wir hier auch auf alle Fragen antworten konnten. Und ich möchte Ihnen gern allen danken, dass Sie heute hier bei uns waren, virtuell, dass Sie uns in den sozialen Netzwerken gefolgt sind, dass Sie uns auf der Plattform der Frankreich-Strategie gefolgt sind. Ich stelle mit Zufriedenheit fest, dass niemand über das Virus gesprochen hat, das ansonsten so omnipräsent ist. Wir hatten also heute Abend mal 2 Stunden 100% Corona-frei, was ja noch so selten ist in dieser Zeit. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, es ist ganz einfach, einen Austausch virtuell zu gestalten. Man kann noch kein Glas Wein virtuell gestalten, aber wir würden Ihnen gerne einen guten saarländischen Moselwein zukommen lassen. Die Flaschen sind schon unterwegs zu all denen, die heute zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Das haben wir zusammen mit der Région Grand Est gemacht. Also noch einmal vielen Dank und wir sehen uns ganz sicher bald persönlich in Paris, in Straßburg oder eben bei unserem nächsten Online-Austausch. Ja, vielen Dank, Roland, und vielen Dank an alle, die das Wort ergriffen haben heute Abend. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Einen schönen Abend. Bonsoir, merci. Ja, einen schönen Abend, vielen Dank.